Gelsenkirchen ist eine Stadt, die kleiner wird, bunter wird, mitten im Strukturwandel. Was kann man von Gelsenkirchen lernen? Zum einen, dass Strukturwandel keine Strafe ist und auch eine kleiner werdende Stadt keine Strafe, sondern eine Chance ist. Eine Stadt zu verändern, sie zukunftsfähig zu machen, die Schwerpunkte neu ausrichten, dabei sind die alten Schwerpunkte die neuen, Energieeffizienz, regenerative Energien, mehr Lebensqualität in eine Stadt bringen, indem man die Infrastruktur anpasst, sie kleiner setzt, Wohnbebauung entsprechend anpasst, einer älter werdenden Gesellschaft gerecht wird mit entsprechenden Angeboten und gleichzeitig auch den Schwerpunkt setzt auf Bildung, auf Familienfreundlichkeit. Und das Ganze trifft Gelsenkirchen früher als andere Städte und wir bemühen uns, damit so umzugehen, dass andere, die es dann auch irgendwann trifft, dass die davon lernen können.